Aber die sind laut. Die sind laut. Herzlich willkommen am Hockenheimring in Baden-Württemberg mit Speer Racing. Wir wollen uns heute mit einem Thema beschäftigen, das sowohl auf der Rennstrecke als auch mittlerweile auf der Landstraße sehr groß geworden ist. Und zwar dem Thema Lärm, beziehungsweise wie man dagegen ankommt. So, wie gesagt, geht es heute ums Thema Lärm. In Deutschland sind auf fast allen Rennstrecken 98 Dezibel oder weniger vorgeschrieben. Deswegen ist das Thema sehr präsent und durch immer lauter werdende Serienfahrzeuge wird es auch immer präsenter werden. Denn lautes Serienfahrzeug mit Klappenabgasanlage plus offene Auspuffanlage ist gleich Höllenlärm. Das kennt man, das ist auch geil auf manchen Strecken, wo das erlaubt ist. Man sollte sich aber auch immer an die Lärmvorgaben halten, sonst haben wir irgendwann keinen Spaß mehr auf der Rennstrecke, weil dann die Anwohner und die Behörden irgendwann sagen, könnt ihr vergessen. Deswegen haben wir hier meine treue K5 als Beispiel für ein älteres Motorrad und die R1 von 55 Moto bzw. von Wolfgang Fienzler, die uns im letzten Video schon begleitet hat. Und da wollen wir euch mal zeigen, was leise und was laut bedeutet, was so ein altes Motorrad und so ein neues Motorrad so für Lautstärkewerte erreichen mit kurzem Topf, mit langem Topf, mit dB-Killer. Und zusätzlich wollen wir auch nochmal den Mythos auf den Grund gehen, ob denn leise immer gleich weniger Leistung heißt und umgekehrt laut immer gleich mehr Leistung, denn Volumen spielt auch eine Rolle. Und passend zu dem ganzen Thema, haben wir jetzt tatsächlich auch mal an unserem Lärm gearbeitet. Ihr habt die ganze Zeit gejammert, dass der Sound scheiße wäre. Deswegen haben wir über Umwege von Rode ein Mikrofon bekommen. An der Stelle vielen lieben Dank an Volker und seine Kollegin. Das ist jetzt mal Werbung zurecht, weil das Thema war wirklich immer in den Kommentaren präsent. Jetzt können wir da Abhilfe schaffen. Wir haben uns zu dem ganzen Thema auch nochmal den Johannes von 55 Moto hinzugeholt, der mit uns jetzt auch ein bisschen durchquatschen wird, wo denn so die Unterschiede liegen und was man denn so machen kann, wenn man ein lautes Motorrad hat und das leise haben möchte, ohne es zuzustopfen. Angekündigt sind wir am Hockenheimring und gerade hier ist das Thema 98 dB Lautstärke-Limit ja ganz präsent. Das heißt, wenn man kommt mit einem neueren Motorrad, vielleicht mit einem Zubehörauspuff, hat man gerne mal Angst, dass man nicht durchkommt. Wir haben uns, wie vorhin gesagt, den Johannes von 55 Moto wieder mit dazu geholt, einfach weil er durch den Renndienst halt auch einen ganz anderen Einblick in die ganze Thematik hat und weil du wahrscheinlich auch die Probleme gerne mal mitkriegst. Ganz im Voraus, wir haben hier moderneres und ein etwas älteres Moped, Gründe auf einen anderen Endschalldämpfer oder auf eine andere Anlage zu wechseln, sind hier bei den älteren Mopeds vor allem die Leistung. Bei den neueren Motorrädern haben wir dann aber auch ein bisschen eine andere Thematik und zwar die Hitzeentwicklung. Erzähl mal da ein bisschen aus dem Nähkästchen, warum man überhaupt tauscht, weil man kann ja jetzt sagen, dann fahr doch mit Serientopf. Also vielen Dank erstmal für die Einladung. Wie du schon ganz richtig sagst, ist hier am Hockenheimring tatsächlich die Problematik und mittlerweile ist es ja an fast allen Strecken so, dass man ein Lautstärkenproblem hat und dass der Gang zur Messung immer ein bisschen mit Bauchschmerzen bei vielen Leuten verbunden ist. Und tatsächlich ist es gerade bei den moderneren Motorrädern immer ein bisschen ein Spagat. Also wir haben das Spagat natürlich zum einen, was wir gesagt haben, es darf nicht zu laut sein, das ist ganz wichtig, damit ich einfach in Ruhe fahren kann, nicht darauf achten muss, an welcher Stelle ich welchen Gang fahre oder sowas. Ich habe zum anderen das Thema Leistung, da hast du auch schon gesagt, sehr richtig, dass das bei den Motorrädern oftmals nicht so eine Rolle spielt, mal mehr, mal weniger. Und ein drittes Thema, was noch sehr präsent ist, ist das Thema Hitze. Und da haben wir gerade hier bei der R1 natürlich einen Klassiker. Also jeder, der das Motorrad ein bisschen kennt oder sich damit mal beschäftigt hat, weiß, dass es einfach ein bisschen hitzeanfällig ist. Und der Katalysator, also wie es im Serienzustand ausgeliefert wird, sorgt einfach dafür, dass sich die Hitze unheimlich staut und dass der Motor unheimlich heiß wird und dass die Kühlung das einfach nicht mehr wegtransportieren kann. Was natürlich für einen Motor gerade im Rennsportbetrieb nicht so eine gute Idee ist.
Und das ist definitiv einer der Hauptgründe, würde ich mal mit sagen, warum man bei so einem Motorrad, wenn es auf der Rennstrecke bewegt wird, auf jeden Fall auf eine Zubehöranlage oder auf irgendwas anderes wechseln sollte, was die Serienanlage. Okay, also klingt vernünftig. Ich selber kenne dieses Thema mit der Hitze von meiner Panigale. Mhm. Da ist dann aber das Problem, dass man zwar eine Anlage bekommt, die Hitzeabhilfe schafft, die auch etwas leiser ist als Serie, aber trotzdem noch zu laut für hier. Ja. Generell ist ja das Thema Lautstärke bei solchen Motorrädern, finde ich, überhaupt kein Thema. Also die älteren Motorräder sind meines Erachtens nach von Werk aus auch mit Zubehöranlagen schon wesentlich leiser. Ja. Da gibt es dann einfach die Option. Wir haben hier jetzt einmal einen Kittschalldämpfer drauf. Das ist im Prinzip sehr kurz, 60 mm Auslass. Also schon straight through. Da gibt es dann einfach die Lösung für die Anlage, genau, vielen Dank, dass man sich etwas mehr Volumen beschafft und einen dB-Killer noch einbaut, weil hier ist gar kein dB-Killer vorgesehen, weil Kittanlage. Also im Zweifelsfall bei einem älteren Motorrad lässt sich ja sagen, immer ein bisschen mehr Volumen gehen, ist auch bei den meisten solchen Motorrädern für die Leistung nicht schlecht, oder? Wie du schon sagst, also ein Volumen geht eigentlich, egal ob das nur die neueren oder die älteren sind, bei denen zählt das nämlich ganz genauso. Volumen geht eigentlich über nichts, wenn man das Motorrad leise bekommen möchte. Lieber groß und lang, anstatt irgendwie zugestopft. Und wie du schon sagst, das Thema Leistung ist da dann am Ende auch nicht entscheidend, was das angeht. Ja, also wie gesagt, einfach ein bisschen, hier gibt es ja viele Optionen, egal ob man jetzt mit Serien- oder mit Zubehörkrümmer fährt, die meisten solchen Motorräder haben noch keinen Cut und selbst wenn, kriegt man sie mit einem langen Topf und dB-Killer leise. Das Problem ist dann aber, dass viele von den neueren Motorrädern, gerade mit Cut-Ersatzrohr, mit Zubehöranlage, höllenlaut werden. Ja. Da ist dann schon eher ein bisschen Erfindergeist gefragt, weil viele Zubehöranlagen selbst mit dB-Killer ja noch zu laut sind, richtig? Ja. Ein Beispiel ist zum Beispiel die Racing-Anlage für die R1. Ist natürlich sehr, sehr schön gebaut und schön leicht und so weiter und so fort. Und klingt auch toll, aber sie ist einfach zu laut. Also mit der Anlage kann man hier in Hockenheim einfach nicht arbeiten. Das heißt, man muss sich irgendwas anderes ausdenken. Es gibt mittlerweile für das Motorrad ein sogenanntes Track-System von Akrapovic, wo mit 2 dB-Killern gearbeitet wird. Als sie auf den Markt gekommen ist und wir uns da Gedanken drüber gemacht haben, über die Problematik, gab es das noch nicht. Das heißt, wir haben für das Motorrad was Spezielles selber bauen lassen. Da kommen wir vielleicht gleich noch dazu. Aber im Prinzip ist es so, man muss es irgendwie schaffen, dass man einen Endschalldämpfer dran bekommt, der ein ordentliches Dämpfungsvolumen hat. Ja. Also sprich, über Volumen geht nichts, hast du ja schon richtig gesagt. Jetzt wäre aber so die Gegenthese, dass viele sagen, guck dir mal die MotoGP an, die haben einfach so einen Free-Flow-Auspuff, der im Prinzip überhaupt keinen Dämpfer mehr hat, der überhaupt kein Volumen hat. Ich persönlich sage, das sind Motoren, die drehen irgendwie 18.000, 20.000 Umdrehungen. Da geht es nur noch darum, Volumen weg oder Gas wegzuschaffen, so schnell wie möglich. Das ist bei so einem Motorrad, selbst wenn das 200 PS hat, noch lange nicht so kritisch. Man sieht ja auch oft, dass jetzt gerade, wenn man zum Beispiel in Most fährt, irgendwo im eher osteuropäischen Ausland, dass je weiter man östlich geht und je weiter man südlich geht, die Auspuffanlagen immer kürzer und immer weiter offen sind. Wo ich sage, für so ein Motorrad ist das der Tod. Oder was heißt der Tod? Aber für die Leistung ist das auf jeden Fall nicht förderlich. Und selbst bei solchen Anlagen, wie siehst du das ganze Thema? Also du hast natürlich absolut recht, man kann das ja benennen, also ein Fabrikat ist zum Beispiel SC Project, sehr beliebt, natürlich toller MotoGP-Look und auch der Klang, wenn man darauf steht, das ist natürlich ganz, ganz toll, aber wie du schon sagst, ist sehr laut. Prinzipiell ist es ja so, dass diese Motorräder mit einer Lambda-Sonde ausgestattet sind und da verschiedene Werte genommen werden und wenn das Motorrad drauf abgestimmt ist, auf diesen Free-Flow, dann ist das schon eine Option, dann kann man das durchaus machen. Allerdings muss man da auch wirklich dann entsprechend drauf abstimmen. Wenn man jetzt sagt, ich nehme das Motorrad aus der Kiste und möchte mir einfach nur einen anderen Endschalldämpfer dran bauen oder eine andere Auspuffanlage anbauen, damit ich vielleicht den Lautstärkeregelungen entspreche, dann würde ich eher von sowas abraten. Davon mal abgesehen, wie wir gerade gesagt haben, ist es auch einfach, es funktioniert einfach nicht hier. Das heißt also, was wir am Anfang gesagt hatten, leiser ist gleich immer Leistungsverlust, muss nicht stimmen. Also wem es nicht aufgefallen ist, Johannes hat mich gerade darauf hingewiesen, dass mein Hosenlatz die ganze Zeit offen war. Spart euch, das in die Kommentare zu schreiben. Wir machen an der Stelle einen kurzen Cut. Wir waren gerade beim Thema Leistung. Meistens ist es tatsächlich auch so, dass eine vernünftig abgestimmte Auspuffanlage mit einem dB-Killer, wie ich gerade schon an dem Beispiel hier erklärt habe, nicht sehr viel Leistung kostet.
Da reden wir dann von Leistungsregionen, wo wir sowieso schon über 200 PS gehen, wo das dann wirklich zum Tragen kommt, wo es den Fluss so behindert, gerade bei einem großvolumigen Dämpfer. Eher ein Problem, wie Johannes schon gesagt hat, einen kurzen Topf und den dann einfach zustopfen. Da wird es auf jeden Fall Leistungseinbußen geben. Also im Zweifel immer großvolumiger wählen. Wir haben jetzt für die R1 hier noch zwei Beispiele, um das auch bei einem modernen Motorrad mal zu zeigen. Was haben wir da am Motorrad und was liegt oben drauf? Also am Motorrad montiert ist aktuell die etwas lautere von beiden Varianten, die aber immer noch hier für Hockenheim genügt. Das heißt, ganz genau ist es so, dass wir mit dem Serienkrümmer von der R1 arbeiten. An dem Serienkrümmer haben wir ein Zwischenrohr montiert. Das Zwischenrohr, das endet auf 65 mm und mit den 65 mm können wir jeden BMW-Einschaltdämpfer oder auch für viele andere Fabrikate montieren. Und die 65 mm Durchmesser bedeuten auch, dass es immer ein relativ voluminöser Endschalldämpfer ist. In der Hand hast du die etwas leisere Variante. Das ist jetzt ein Bodisch-Endschalldämpfer. Achso, bei dem Motorrad arbeiten wir mit einem Acrapovic-Hexagonal-Endschalldämpfer aus Titan. Den du jetzt in der Hand hast, das ist ein Bodisch-Endschalldämpfer. Der ist nochmal einen Ticken größer, also auch 65 mm Eingang, aber vom Volumen her nochmal ein bisschen größer, ist dann entsprechend nochmal leiser, kann man auch mit einem DB-Killer entsprechend nochmal leiser machen. Und das ist jetzt ein Edelstahl-Schalldämpfer. Ist dann im Falle eines Sturzes auch einfach nicht ganz so teuer, ne? Ganz genau, ja. Dann würde ich sagen, wir haben jetzt noch vor, diese Anlage mit DB-Killer gegen den Acra, gegen hier die offene Anlage, gegen den langen Topf mal zu messen, wie viel Unterschied denn das macht. Mal zu gucken, was die Lösungen denn so bringen. Weil, wie gesagt, hier arbeiten wir mit Modellen, die untereinander keinen großen Leistungsverlust bringen. Das heißt, wir bewegen uns im Rahmen von 1-2 PS vielleicht mit einem Mapping, wo wir dann aber sagen, wir kriegen eine deutlich leisere Anlage. Das bauen wir jetzt um, messen alles einmal für euch durch. Johannes, bei dir bedanke ich mich recht herzlich. Mich bei dir. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, die wir das nächste Mal auf der Rennstrecke auch zusammen mit Johannes abbilden könnten, dann schreibt es uns gerne in die Kommentare. Ansonsten bauen wir jetzt um und gehen noch einmal in die Messung und verabschieden uns dann final. Bis dann. Bis dann, ciao. Jetzt habt ihr anhand der Messungen gesehen, dass man auch eine Schreikiste auf jeden Fall ein Stück leiser kriegen kann mit ein bisschen Aufwand und man muss gar nicht mal so viel Kohle in die Hand nehmen, um jetzt, keine Ahnung, Acra Trackday Schalldämpfer zu kaufen, weil wir auch wissen, dass sie relativ teuer sind. Deswegen das hier ist mal eine etwas günstigere Alternative, die trotzdem leise ist. An meinem Motorrad habt ihr es genauso gesehen. Ich hoffe, wir können mit dem Video zukünftig ein bisschen aus der Welt schaffen, dass man denkt, man muss mit irgendeinem kurzen Stummelauspuff rumfahren, weil das Leistung bringt. Und dass man in Zukunft nicht mehr ganz so oft auf Leute trifft, wo man den Kopf schütteln muss und sagen muss, haben die nicht gelesen, dass 98 dB sind. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen zu dem Thema oder zu weiteren Themen rund um die Rennstrecke habt, gern ab in die Kommentare. Wie sieht es denn bei euch aus? Seid ihr eher laut oder eher leise unterwegs? Wie seht ihr das ganze Thema? Würde uns mal interessieren. Ansonsten danke fürs Zuschauen und bis bald.